Er gehört zu den ältesten Kulturvereinen der Stadt Gera. Seine Wurzeln reichen weit in die Zeit des Nationalsozialismus hinein, in eine Zeit, in der viele intellektuelle Deutsche Deutschland verlassen mussten, ins Exil gingen. Und er wird im nächsten Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiern. Wir wollen schon etwas vorausschauend Ihnen heute den Kulturbund Gera e.V. etwas näher vorstellen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute ja Experten im Kulturbund oder aus dem Kulturbund hier im Studio begrüßen kann. Ich begrüße recht herzlich Heidi Heiland. Heidi Heiland ist seit 2005 Mitglied im Kulturbund und arbeitet im Vorstand des Kulturbundes mit. Und sie interessiert sich insbesondere oder ganz besonders für die Ahnenforschung. Spannend, werden wir später noch darauf zu sprechen kommen. Auf meiner anderen Seite sitzt Christiane Rogeler. Christiane Rogeler ist so etwas, ich würde sagen, wie die gute Seele des Vorstandes. Sie vereint die besten Eigenschaften eines fleißigen Bienchens und der guten Seele. Sie war Geschichtslehrerin und ist seit 1999 Mitglied im Kulturbund und arbeitet seither ständig auch im Vorstand aktiv mit. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Jürgen Weise. Ich freue mich, dass er zu uns ins Studio kommen konnte, trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen. Herr Weise ist Oberstleutnant der NVA gewesen und war hier Leiter des Wehrkreiskommandos in Gera. Wehrbezirkskommandos in Gera. Ja, das fällt mir schwer, solche Begriffe zu nennen. Er hat dann bis zu seiner Pensionierung nach der Friedlichen Revolution als freier Steuerberater gearbeitet. Und er ist wohl die längste Zeit, zumindest hier in der Runde, wie wir sitzen, Mitglied im Kulturbund. Er ist Mitglied seit 1974. Ich begrüße dann den Vorstandsvorsitzenden des Kulturbundes, Herrn Eckhard Müller. Wir hatten ja gelegentlich schon miteinander zu tun. Es gab Ausstellungen, wo wir uns aus seinen Sammlungen bedienen konnten. Herr Eckhard Müller engagiert sich vor allen Dingen für die Heimatgeschichte, auch interessiert sich besonders für die Geschichte des Landes, der Reußen und engagiert sich im Kultur- und Verschönerungsverein. Da kommen wir Fachgruppe Heimatgeschichte auch. Und Fachgruppe Heimatgeschichte. Zu den ganzen Fachgruppen und wie das alles organisiert ist, werden wir noch kommen. Vielleicht doch, nee, bleiben wir gleich dabei. Wie viele gibt es denn? Wie viele Mitglieder haben Sie? Wie ist der Kulturbund strukturiert? Strukturiert, wenn wir jetzt gleich mit der Struktur anfangen, der Kulturbund, muss man dazu sagen, wir haben etwa 200 Mitglieder, die in neuen Fachgruppen und Vereinen wirken. Die unterschiedlichsten Thematiken, von der Numismatik über heimatkundliches Wandern, Denkmalpflege, Natur- und Umweltfreunde, Literaturfreunde, Wie Wismut, organisieren Bergbau Sie die Zusammenarbeit? So sind Sie so eine Art Dachverband? Wir sind Dachverband des Kulturbundes sozusagen. Der Vorstand besteht aus 5 Leuten. Und wie gesagt, und die einzelnen Fachgruppen und Vereine, die agieren völlig eigenständig sozusagen. Jeder hat seinen Vorsitzenden, seinen Schatzmeister und so weiter. Ja, und monatlich wird von jeder Fachgruppe im Prinzip ein Vortrag oder in irgendeiner Form eine Veranstaltung geplant und auch gehalten. Wir haben 2 Monatsprogramme, die liegen aus. Dort steht also auch drin, was gemacht wird bei uns, bei den einzelnen Fachgruppen und Vereinen. Und wir als Vorstand sozusagen sind oben, wie Sie das schon sagen, die Dachorganisation, um alles organisatorisch in den Händen zu halten, um die reibungslosen Abläufe zu organisieren für den Kulturbund, Ausstellungen, Vorträgen etc. etc. Da kommt vieles zusammen, gerade wenn man eine Ausstellung machen will. Bei 200 Mitgliedern gibt es ja sicherlich jede Menge Ideen. Ist das nicht so ein bisschen wie so ein Sack Flöhe-Hüten? Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wie organisiere ich dann, dass eben die Fachgruppe sich da trifft? Sie haben ja nur 2 Räume. Oder immerhin. Frau Rogeler, ja genau. Ja, also dadurch, dass ich nun jetzt 12 Jahre im Kulturbund bin, habe ich mir angewöhnt, alle organisatorischen Kleinigkeiten zu durchdenken, aufzuschreiben, mit denjenigen Personen zu besprechen, sodass kaum etwas verloren geht. Wie ich das jetzt organisiere, kommen die Fachgruppen auf Sie zu und sagen Ihnen, was Sie möchten und Sie koordinieren das und sagen, nee, ja, da hat schon die Fachgruppe einen Termin. Also die Fachgruppen machen Halbjahrespläne
beziehungsweise Jahrespläne. Und ich bin dabei, beziehungsweise sie geben mir dann die Pläne. Ich muss auch mit den Fachgruppenleitern sprechen, denn mitunter vergessen sie irgendetwas oder die Termine werden geändert. Das passiert natürlich auch. Also Herr Müller hat vergessen, die Fachgruppe Wismut Bergbaugeschichte zu nennen. Sie ist die jüngste Fachgruppe bei uns. Und dadurch, dass gerade die so sehr viele interessante Themen haben, mit vielen interessanten Gesprächspartnern, verändern sich mitunter auch die Termine. Das passiert jetzt im Juni zum Beispiel wieder. Und dann ist es eben so, dass ich die Pläne, die ich schon für den nächsten Monat jetzt aufgeschrieben habe, denn ich gebe ja die Pläne auch weiter an die unterschiedlichsten Institutionen. Die sind in Lager, nicht nur im Kulturbund. Ich gebe die Mähle die ersten zwei da an die ans Radio oder an die Zeitungen, dann gebe ich die weiter an alle möglichen Institutionen, wo viele Menschen hinkommen, um sich da einen Zweck zu nehmen oder sich zu informieren. Nun sind ja Ideen das eine, Pläne das andere. Es gibt viele Angebote in Gera, viele Kulturangebote, aber viele Kulturvereine und auch Einrichtungen klagen eigentlich über mangelndes Publikum. Wie geht es denn dem Kulturbund mit seinen Veranstaltungen? Wie werden die frequentiert? Wie viele Besucher haben sie im Jahr? Kann man sowas sagen? Also ich habe, oder wir hatten jetzt Mitgliederversammlung und da bin ich nochmal in meiner Rede zurückgegangen auf die letzten zwei Jahre und wir haben circa 900 Besucher. Also das wären jetzt unsere Mitglieder und auch Nichtmitglieder, die den Kulturbund frequentieren. Im Jahr. Man muss natürlich dazu noch sagen, dass da noch einige andere dazukommen, die jetzt hier nicht mit erwähnt sind. Wir haben Börsen und so weiter, da kommen auch mal gern 300, 400 Leute zusammen, noch mal zweimal im Jahr. Ne? Und auch wer zu abends zu den einzelnen Fachvorträgen der Vereine geht, da schaut sich natürlich auch die Ausstellung an. Also das kann man nicht ganz so genau sehen. Also das ist dann schon wesentlich höher noch. Ne? Offen gestanden kann ich mir unter Ausstellung und unter Vortrag sehr gut was vorstellen. Wie läuft denn so eine Börse ab bei Ihnen? Wann finden die statt und... Ja, die Börsen, die finden zweimal im Jahr statt. Einmal eine Frühjahrsbörse, die ist im April und dann im November nochmal eine Herbstbörse. Da kommen also Sammler zusammen, Antiquare, ja, Kunstliebhaber und so weiter, der unterschiedlichsten Genres und können sich dort einmieten praktisch. Ist aber im Volkshaus Zwölzen, muss ich dazu sagen, die Börse. Ja, ist eigentlich immer voll, das Haus, und hat sich ganz gut entwickelt, die ganze Angelegenheit. Ja, und da kann man dann eben heimatgeschichtliches Material erwerben, kann auch mal eine Münze schätzen lassen oder auch käuflich erwerben, ne, oder tauschen, je nachdem. Ne, also das ist ein Kaufen, Tauschen, Verkaufen. Unter dem Motto, ne, historische Dokumente, Belege, Schriftstücke, Orden, Münzen und so weiter. Mhm. Und so weiter. Grafik, Kunst und alles, was dazu gehört. Ja, Frau Rogler wollte gerne noch was ergänzen. Ja, ja. Herr Müller macht Plakate dafür. Sie sind in grün gehalten, fallen überall auf und werden überall in der Stadt verteilt. Und dann gibt er mir auch eine große Liste, wo drauf steht, welche Tische bereitstehen und die entsprechenden Telefonnummern dazu. Und dann trete ich wieder an die Arbeit und dann rufen mich viele Leute im Kulturbund an und möchten eben so einen Tisch bestellen. Das ist auch ein Teil der Organisation. Ne? Herr Weise, das Stichwort Münzen viel, Börse viel. Holen Sie sich dort auch Münzen? Sie sind ja ein Experte in dem Bereich. Eigentlich weniger. Also meine Münzen habe ich im Wesentlichen auf Auktion erstanden. Wie gesagt, man muss dort also ein breites Umfeld frequentieren, sonst bekommt man bestimmte Sachen. Ich sammle seit 40 Jahren Münzen und da bekommt man bestimmte Dinge wirklich nur noch auf Auktion. Sonst ist nichts. Da sind die Börsen hier in Gera zu klein. Und ich sammle, wie gesagt, Münzen von der Antike bis zur Gegenwart, also vor allem kleine nominales Geld der kleinen Leute, wie man so schön sagt. Vielleicht darf ich mal zwischenfragen. Ja, was interessiert Sie beim Münzsammeln besonders? Ist es vor allen Dingen die Geschichte, die dahinter steht, dass es sich um bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse handelt, dass bestimmte Tauschbeziehungen bestanden? Oder ist es eher die Ästhetik oder gar die Haptik, das Material vielleicht sogar? Sind das Silber- und echte Goldmünzen, frage ich jetzt gleich mal. Jawohl, das sind Goldmünzen, Silbermünzen und auch ein paar Münzen aus unedlen Metallen. Aber ich möchte sagen, das Erste, was Sie nannten, ist der Hauptgrund. Ich bin schon immer sehr geschichtlich interessiert gewesen und die Numismatik ist eine Hilfswissenschaft der Geschichte. Leider gibt es in Deutschland keinen Lehrstuhl
für Numismatik, den gibt es zum Beispiel an der Universität in Wien. Ich habe da also auch gute Kontakte in der Vergangenheit gehabt zu dem Lehrstuhlleiter, dem Professor Hahn, der inzwischen aber auch in Ruhestand gegangen ist. Aber interessant, spannend sind natürlich auch die Motive von Münzen, die unterschiedliche Aussagekräfte haben, zum Beispiel in Thüringen, wenn man mal zurückgeht ins Mittelalter, da war die Pferdezucht hier sehr bekannt und mittelalterliche Praktikanten weisen oft Reiter und Pferd auf, die also sehr schön gestaltet sind. Also vor allem unter den Landgrafen Hermann und Ludwig III. Sind ganz herrliche Gepräge dort hergestellt worden. Ich habe hier auch einiges mitgebracht. Was sind denn Ihre ältesten Münzen? Sie haben jetzt gerade schon sehr alte angesprochen. Ja, die ältesten Münzen, die gehen ungefähr so zwischen 400 und 500 vor der Zeitenrechnung. Hier muss man dazu sagen, also der griechische Schriftsteller Herodot nennt als erste die Lydier, die seit 700 vor der Zeitenwende also Münzen geprägt haben. Das war ein Seefahrervolk, ne? Bis vor dem gab es ja nur wahre Beziehungen, ja. Und die Lydier waren die ersten, die also das Geld als allgemeines Tauschäquivalent eingeführt haben. Und hier spielt eben eine besondere Rolle das Edelmetall, was einerseits selten ist und sich also sehr gut als Tauschäquivalent gegen Waren eignet. Erst später, wo die Naturalwirtschaft immer mehr zurückgedrängt wurde, kam es dann zu rein, also Geld, wahre Beziehungen, ne? Aber das ging teilweise noch bis in die frühe Neuzeit, wo in den ländlichen Gegenden oft sogar noch der Tauschhandel florierte. Also es ist nicht so, dass also nur in der Antike jetzt, wie gesagt, wahre Beziehungen bestanden, sondern bis in die frühe Neuzeit, also noch rein bis ins 19. Jahrhundert, möchte ich sagen, hat man sogar noch wahre Beziehungen gehabt und das Geld spielte tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Aber Sie haben uns ja jetzt ein paar Münzen mitgebracht. Was ist die älteste Münze aus Ihrem Sammlungsbestand? Ja, ich sage so, die ist ungefähr 400. Sehen wir die hier irgendwo? Da müssen wir mal gucken. Ich glaube hier, wenn Sie mal bitte vorlesen würden. Da steht Teutoburger Münzauktion Peloponnes. Peloponnes, Augenblick. Das 4. Jahrhundert vor Christus. Ach da. Also ja, genau. Das ist ein Tetratobol, ne? Das ist so eine halbe Drachme ist das. So, dann haben wir hier noch eine andere kleine Münze. Also ich zeige es dann mal für die Kamera. Jetzt halte ich sie nicht mehr so still jetzt. Geht's? Gut. Und hier haben wir noch eine winzigere. Genau, ein Trihemiobol. Das ist eine Vierteldrachme. Mhm. Und aus welchem Material sind die? Das ist aus Silber. Da bewahren Sie sozusagen zu Hause einen Silber- und Goldschatz auf. Ja, vielleicht, aber das absolut interessanteste Stück habe ich mitgebracht, also zwei Fotos davon, von der Vorderseite. Vielleicht können Sie es gleich nochmal in die Kamera halten. Ja, von der Vorderseite und von der Rückseite. Die Vorderseite zeigt die Athena. Ja, und am Hinterkopf ist dort eine Öllampe angebracht und ein Buchstabe E. Das sagt etwas aus über die Münzstätte. Das ist ein korinthischer Typ. Und die Rückseite zeigt den Pegasus, also das geflügelte Pferd. Und diese Goldmünzen in der Antike haben eigentlich ein Normalgewicht von 8,1 bis 8,5 Gramm. Diese Münze, die ich hier habe, hat nur ein Gewicht von 6,316 Gramm. Und hier könnte man sogar meinen, es handelt sich um eine Fälschung, wobei es ist ganz schwierig, dieses Stück, die Herkunft zu bestimmen. Wir sind unsere Fachgruppe dieses Jahr noch im November im Münzkabinett Dresden. Das habe ich dort schon angekündigt, den Leiter des Münzkabinetts, den Dr. Grund, dieses Stück mit
zu bringen, um vielleicht etwas Näheres über diese Herkunft der Münze zu sagen. Also das heißt nicht, das ist ein korinthischer Typ, heißt aber nicht, dass es in Korinth geprägt wurde. Ne? Also die alten Griechen, das waren also vor allem Stadtrepubliken, Stadtstaaten, im Gegensatz zu den Römern. Ja, das Römische Reich war also eine zentrale Region, hatte natürlich auch die römischen Provinzen. Herr Weise, vielleicht zeig mal einfach die Münze jetzt nochmal. Ich glaube, unsere Zuschauer wissen jetzt, dass sie in Ihnen einen profunden Partner hätten, wenn es darum geht, etwas Spannendes über Münzen zu erfahren. Das ist eine Fachgruppe, die sich im Kulturbund mit engagiert. Wie viele Mitglieder hat denn die Fachgruppe, Herr Eckert? Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Der Herr Weise weiß das bestimmt, wie viele. Circa 15 Leute, ganz genau. 15 Leute. 15 Leute. Und nochmal auf diese Frage. Moment, Moment, Herr Weise. Ja. Ohne Mikrofon können unsere Zuschauer das sind nicht schwierig mit dem. Deswegen sage ich, nehmen Sie doch erstmal wieder Platz. Ja. So, und ich kann Ihnen ja das Mikrofon halten. Ja, das ist, wie gesagt, diese Münze im Original. Es ist reines Gold. Ja, und die ist also auch dort durch eine Spektralanalyse bestimmt worden. Das ist also keine Gussfälschung, wie oft gesagt wird. Das ist ein geprägtes Stück. Allerdings die Herkunft ist überhaupt nicht bekannt, weil in Korinth oder auch Nachprägungen von Korinth nicht bekannt sind. Also in der numismatischen Literatur nicht bekannt. Also ne? Eine ganz besondere Münze, die was Geheimnisvolles an sich hat. Und nach Geheimnis klingt es auch, wenn ich in Richtung Ahnenforscherin schaue. Möchten Sie das Mikrofon erstmal wieder nehmen? Heidi Heiland, Sie beschäftigen sich mit der Geschichte von Namen, von Familiennamen, von Familientraditionen, Generationen. Erklären Sie mir doch mal, was genau dahinter steckt. Naja, ganz so ist es nicht. Also man muss auseinanderhalten die Ahnenforschung und die Familienforschung. Ja. Die Ahnenforschung ist, oder Genealogie sagt man ja wissenschaftlich dazu, ist eine Hilfswissenschaft der Familienforschung und beschäftigt sich hauptsächlich mit den engeren Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb einer Gruppe von Lebewesen zum Beispiel. Für Menschen bedeutet das, dass man also sämtliche Namen, die in der Familie auftauchen, auflistet. Ja? Und dann kann man dort daraus Ahnentafeln herstellen oder Familienbäume, Stammbäume oder solche Sachen. Es gibt ja sehr schöne Bilder davon und auch Aufzeichnungen. Man sollte dabei bedenken, wer Ahnenforschung machen möchte, ja, muss zweierlei Sachen bedenken. Erstens, man fange so zeitig wie möglich an, denn man geht ja in seiner eigenen Geschichte rückwärts mit den eigenen Namen, egal mit welchem Namen man das macht. Und was wir jetzt noch wissen, ja, oder wissen vielleicht meine Kinder schon gar nicht mehr. Ne? Deswegen weiß ich auch zum Beispiel nicht, wo meine Urgroßeltern herkommen. Normalerweise nicht. Ne? Aber wenn nicht, Sie beschäftigen sich auch intensiv mit dem Namen Heiland, der ja nicht Ihr Geburtsname ist. Was haben Sie denn da Spannendes rausbekommen? Zu dem Namen Heiland ist ganz einfach zu sagen, mein Mann stammt hier aus diesem Gebiet, der ist in Ronneburg geboren. Ich stamme aus Schlesien, wenn man so will. Ich bin zwar nicht dort geboren, aber mein Vater ist dort geboren. Da gibt es also überhaupt keine Möglichkeit, Nachforschungen anzustellen, weil die Kirchenbücher in Polen verbrannt sind im Zweiten Weltkrieg. Darf ich mal nachfragen, wieso nennen Sie jetzt Ihren Vater? Die mütterliche Linie interessiert nicht bei der... Kommt als nächstes. Meine Mutter stammt aus Dresden und wir alle wissen, dass Dresden 1945 zerbombt wurde. Und auch dort gibt es nicht mehr sehr viele Kirchenbücher. Hier in Gera und Umgebung, sprich Ronneburg, gibt es noch sehr viele Kirchenbücher. Die liegen alle in der Talstraße. Und man kann dort also fast lückenlos ja, Familienforschung betreiben. Ne? Und so habe ich es, was den Namen Heiland anbetrifft, geschafft, bis 1585 zurückzugehen. Das beruht nicht nur auf Quellen, die aus Kirchenbüchern stammen, sondern es gibt ja auch Gerichtsbücher. Ja? Die liegen nicht in der Talstraße, die sind dann woanders untergebracht. Und dazu muss man wissen, dass man, wenn man solche Gerichtsbücher lesen will, unbedingt die alte deutsche Sprache beherrschen muss. Wessen Blut fließt denn nun durch die Adern Ihrer Kinder? Frage ich mir, wie sehen Ihre Vorfahren aus? Weder noch. Es ist komisch, weil das ist immer das, was ich in der Volkshochschule, ich mache in der Volkshochschule Vorträge über Ahnenforschung, ja.
Und das ist immer das Erste, was ich sage. Der Schein trügt, ganz einfach. Ja. Der Vater meiner Kinder ist nicht Heiland, nicht der Herr Heiland. Demzufolge fließt kein Blut Heilands in meinen Kindern. Mhm. Ja. Mein Geburtsname ist Hoffmann, aber mein Vater ist kein geborener Hoffmann, ja, sondern er hat den Namen seiner Mutter angenommen, eine geborene Rüdiger, die hat später einen Herrn Hoffmann geheiratet und der hat meinen Vater in Kindesstatt angenommen. So, das ist, es wird also immer komplizierter, ja. Und wenn man solche Sachen nicht weiß, beziehungsweise mit dem Vorfahren, mit dem eigenen Opa, mit der Oma oder auch mit den Eltern vorher darüber spricht, kann man das nicht rauskriegen. Das funktioniert nicht, ja. Und deswegen ist es eben wichtig, wenn man sowas machen möchte, dass man die alten Ahnpässe, falls die noch existieren sollten aus der nationalsozialistischen Zeit, dass man die intensiv studiert und dass man auch sämtliche Angaben, die dort gemacht wurden, überprüft. Es wurde in diese Ahnenpässe viel reingeschrieben, was nicht der Wahrheit entspricht, einfach um als Arier dazustehen. Ja. Und das fällt mir eben halt immer wieder auf. Ja, das ist ja auch so ein Stichwort. Jetzt gerade kriege ich wieder die Zeit des Nationalsozialismus zugeworfen, mehr oder weniger, und wende mich wieder in Richtung Herrn Müller, Eckhard Müller. Und zwar, ich hatte es ja in meiner kleinen Anmoderation schon angemerkt, dass die Wurzeln des Kulturbundes ja in die Zeit des Nationalsozialismus mehr oder weniger hineingreifen. Es gab ja so etwas wie eine Gründung eines Kulturbundes im Ausland zu dieser Zeit von intellektuellen Deutschen als, ja, vorausschauend für ein besseres Deutschland, ja, eine Organisationsform zu finden. Ja, also wenn man den Namen Kulturbund jetzt direkt nimmt, hier im deutschen Rahmen, dann muss man vielleicht sogar zuallererst den jüdischen deutschen Kulturbund erwähnen, der bereits ja schon 1933 gegründet wurde und der sich dann 1935 wieder umbenannt hatte in Berliner jüdischer Kulturbund. Aber das, was Sie jetzt meinen, ist eben nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, die am 30. Januar 1933 ja nun hier die Macht ergriffen hatten in Deutschland, mussten ja viele aufrechte Demokraten das Land verlassen und sind dann ins Ausland gegangen, viele in die USA, nach Mexiko, nach England, Schweden und USA und Sowjetunion und so weiter. Ja, und haben dann dort versucht, sich Gedanken über eine erneuerte Kultur in Deutschland zu machen, eben nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus. Und so kam es dann, dass es eben bereits 1939 in England zur Gründung des Freien Deutschen Kulturbundes von Großbritannien oder von England kam, wie man sagte. Und dann 1944 kam es auch zur Gründung des Freien Deutschen Kulturbundes in Schweden. Ja, 1945 ist er ja dann in Deutschland gegründet worden, also im Juli dann, ja, anfangs in der sowjetischen Besatzungszone. Ja, ist er erstmal, hat dann der Johannes Abescher dann erwirkt, dass wir für den eine Lizenz bekamen dafür. Aber die wurde erstmal damals nur für Berlin gegeben. Dann kurze Zeit später hatte er dann erwirkt, dass dann die Lizenz für die ganze sowjetische Besatzungszone gegeben wurde. Und so wurden dann in den einzelnen Orten und Städten und Gemeinden und so weiter, also im Raum der sowjetischen Besatzungszone, dann Kulturbundgruppen gegründet. Aber auch in den westlichen Besatzungszonen, muss man dazu sagen. Auch da wurden Kulturbundgruppen gegründet. Und es gibt einige Kulturbundvereine noch in den alten Bundesländern auch, die ihren Ursprung also noch auf den Kulturbund zurückführen. Die sind bestehen geblieben, auch unter dieser Zielvorgabe, antifaschistisch zu wirken, ja, demokratisch zu wirken, humanistisch, pluralistisch vor allem, also ne, nach dem, was man erlebt hat im Dritten Reich und so weiter. Und dieser Gedanke wurde eben auch bei uns zuerst realisiert. Und man kann sagen, dass er so etwa bis 1947 auch gelebt wurde. Ich denke hier auch zum Beispiel an viele Vorträge in Städten, die gemacht wurden von Theologen, von Wissenschaftlern, von Künstlern, aber auch der Kulturbund hat in Ahrenshöpp oben den Kulturbund, wie nannte sich das, Kulturbund Akademie gegründet. Und dort sind auch viele Akademiker hingekommen, Wissenschaftler, Literaten und so weiter, die dort das Pluralistische eben gefördert haben und auch gelebt haben. Ne? So etwa um 1848, 49 dann begann ja dann die Zeit des Kalten Krieges und die SED hat dann immer mehr versucht, eben politisch das auch zu vereinnahmen. Ne? Man muss dann dazu sagen, dass da ernannte sich ja dann am Anfang Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands und hat dann noch auch einige Male seinen Namen genannt, in Deutscher Kulturbund und dann auch Kulturbund der DDR. Er hat eine gute zentralistische Struktur gehabt insgesamt, das muss man schon sagen, zu DDR-Zeiten. Da würde ich gerne mal nachfragen, warum gute zentralistische Struktur?
Was fanden Sie gut daran? Ja, das war, man konnte übergreifend arbeiten. Man konnte zum Beispiel die Kulturbundgruppen, wie zum Beispiel die Numismatiker, die hatten untereinander Kontakt gehabt. Es gab Gesellschaften auch für verschiedene Fachbereiche. Aber kann sich die Fachgruppe Numismatik nicht heute auch ganz einfach mit der Fachgruppe Numismatik in einem Kulturbundverein, der existiert, in einer anderen Stadt, einfach in Verbindung setzen? Man kann sich austauschen, sicherlich. Aber damals gab es auch direkt Forschungsaufträge, Zusammenarbeit mit Universitäten und so weiter. Das wäre ja auch eine tolle Zielstellung für den Vorstand. Wir wollen das jetzt mal ein bisschen fördern, dass die einzelnen Fachgruppen miteinander wieder agieren. Ich das alles ist sehr kostspielig. Man muss sagen, dass der Kulturbund natürlich finanziell auf einer soliden Basis stand. Und das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr der Fall. Wir haben total desolate finanzielle Zustände. Wir ringen um Sponsoren, um Spenden und so weiter. Ja. Also da leben wir heute in einer ganz anderen Zeit. Ne? Also ich bin mir sicher, bei der Begeisterung, die beiden jetzt hier eben transportiert haben, dass es da draußen den ein oder anderen Unternehmer gibt, der sagt, das ist eine tolle Arbeit, die da geleistet wird. Das sind tolle Hobbys, das ist spannend und vielleicht hat der ein oder andere sogar eine Münze im Schrank oder möchte wissen, wo sein Name herkommt oder wohin er sich verzweigt und wird dann sagen, das unterstütze ich doch gern. Meine Frage wäre noch so in die Richtung, Sie arbeiten ja sehr, sehr frei. Sie können sammeln, was Sie wollen. Sie kommen vermutlich heute viel eher an Münzen heran, als das in der DDR-Zeit möglich war. Genauso kann ich mir das mit Ihrer Forschung vorstellen. Und gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich, und wenn wir über Kulturbund sprechen, sprechen wir ja auch darüber, dass es doch eben mit dieser, Sie haben es gesagt, es kam die Zeit des Kalten Krieges und es kam eine Vereinnahmung durch die Machthaber, dass es da auch massiv Einschränkungen im Denken gab und Vorgaben, was sie zu tun und zu lassen haben und welches Thema man doch besser nicht anpassen sollte. Ja, das war schon. Man musste sich schon in einem gewissen politischen Rahmen bewegen. 1952 wurden ja praktisch die Länder aufgelöst und im Kulturbund wurden dann sogenannte Bezirksleitungen eingeführt, den dann Bezirksleitung und dann Bezirkssekretariate unterstanden und dann auch Kreissekretariate. Und da gab es viele Büros und auch festangestellte Mitarbeiter und so weiter. Verstehen, wie waren das? Haben die dann Vorgaben in den Ortsverband gegeben? Haben die gesagt, das und das Thema wäre interessant, bearbeitet doch mal das? Oder wir feiern jetzt den so und so vielten Jahrestag, organisiert doch mal eine Ausstellung? Oder war das eben auch tatsächlich so, dass man sagt, ja, wir sind Numismatiker gewesen, wir haben gesagt, wir bringen uns ein? Also ich habe ein bisschen Einblick in die Gesellschaft für Fotografie. Kann ich dazu mal was sagen? Es ist tatsächlich so, dass die Individualität, also hier eine ganz große Rolle auch in der DDR gespielt hat, obwohl es, wie gesagt, zentralistische Vorgaben gegeben hat, entsprechend der Struktur und der Gesellschaft überhaupt. Ne? Aber es gab eben sozusagen Mitläufer, die alles mitgenommen haben und andere, die sich eingesetzt haben, engagiert haben, Ausstellungen organisiert haben, Münzbörsen organisiert haben, Vorträge gehalten haben. Ich selber habe also auch nach der Wende vor allen Dingen etliche Vorträge gehalten, weil mich ja viele numismatische Gebiete interessieren. Und es gab eben andere, die haben mir einen Beitrag bezahlt und haben sich eben erfreut, was die anderen gemacht haben. Also man kann, wie gesagt, nicht sagen, dass in der DDR, also ich habe nicht den Eindruck als Numismatiker, dass dort irgendwelche Beschränkungen waren. Beschränkt war natürlich, man konnte nicht länderübergreifend tauschen, ne? Das ging nicht. Ne? Das war also, heute kann ich ja mit einem Sammler aus den USA zum Beispiel Münzen tauschen, wenn ich in irgendeiner Form Kontakt aufgenommen habe. Ne? Das ist alles möglich. Das ist insofern auch besser und lockerer, aber was die Tragik, die ich empfinde, und das ist in anderen Fachgruppen vielleicht ähnlich, die Altersstruktur. Es gibt zu wenig junge Leute, die sich echt für die Geschichte, speziell auch für die Geldgeschichte interessieren. Ich habe selber schon Anläufe genommen, also in verschiedenen Schulen meinen Vortrag zu halten und es ist nie was zustande gekommen. Das ist traurig. Vielleicht muss man, Herr Weise, einfach zeitgemäße Reformen finden. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Kulturbund eine Ausstellung organisiert und sagt, wir stellen Münzen aus und wir laden euch ein zu einem Manga-Zeichenwettbewerb. Malt doch mal Bilder zu dem, was ihr da seht, solche Dinge. Also, dass man einfach versucht, auch mit zeitgemäßen Formen die jungen Leute ranzuführen an das Thema Geschichte, an das Thema Münzen.
Ich würde noch mal zu Herrn Müller zurückkommen wollen. Sie waren noch nicht ganz zu Ende. Ein Ansatz dazu. Also die Vereine konnten schon auch zu DDR-Zeiten ihr Eigenleben eigentlich leben im Großen und Ganzen. Natürlich war das Ganze zum Teil manchmal umrahmt. Wenn besondere Höhepunkte waren oder irgendwelche Lutherjahr oder Thomas Münzer oder irgendwas, dann gab es dann auch irgendwelche Forschungsaufträge, unter dem dann auch mal eine Ausstellung gemacht wurde. Ne? Oder Künstler bekamen zum Beispiel 50. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus oder sonst was, kam eine Thematik vorgelegt und mussten eine Grafikmappe erarbeiten oder ähnliches. Ne? Also in diesem Rahmen war das schon. Ne? Aber man muss auch durchaus sagen, dass der Kulturbund auch Impulsgeber für wichtige kulturelle Sachen des Landes war. Die Kulturbundmitglieder, das saßen ja in allen Kommissionen, der Bezirke, der Gemeinden. Also Sie sind sozusagen mitverantwortlich. Es gab Landschaftstage wurden eingeführt zum Beispiel. Kleine Galerien wurden gegründet, ne, wo Künstler ihre Ausstellung machen konnten. Organisationen von Tagen der Künste wurden auch durchgeführt und so weiter. Ne? Und Landschaftstage wurden eingeführt. Ja, und fehlt ihm heute jetzt, nur weil auch das Geld nicht da ist. Ne? Was hätte man gesagt, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Vortrag oder eine Ausstellung zum Haus Reuß machen, zur reußischen Tradition? Das waren natürlich Thematiken, die nicht so angesagt waren. Das ist klar, feudalistische Geschichte war damals nicht so. Das wäre wohl schlecht möglich gewesen. Man hätte es dann vielleicht versteckt machen müssen und irgendwie in einem anderen Vortrag und hätte dann so ein bisschen was davon bringen können. Ne? Die Möglichkeit wäre vielleicht gewesen, durchaus aber direkt jetzt sich mit dem Fürstenhaus Reuß zu beschäftigen. In dem Sinne, also das war nur nicht so erwünscht. Sie haben sich damals auch noch nicht damit beschäftigt? Oder? Ja, ich habe mich damals schon ein bisschen damit beschäftigt und natürlich dann, ich bin ja erst 89 zum Kulturbund gekommen, das war dann die Zeit, wo die Aufbruchzeit war. Ne? Ja, und da waren natürlich dann die Gegebenheiten auch ganz anders. Ne? Wir waren im Kulturbund die Ersten, die Vorträge über die Reußen gehalten haben. Wir waren die Ersten, die auch eine Ausstellung über die Reußen gemacht hatten damals, in der Garanenstraße noch damals im Kulturbund. Und das war auch gut besucht damals, die Ausstellung, muss ich sagen. Ne? Und wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von anderen Thematiken dann aufnehmen können nach der politischen Wende, also die vorher so nicht denkbar gewesen wären. Das ist ganz klar. Hier muss man vor allem solche auch Ausstellungen sehen zum Beispiel oder Vorträge, ich kann mich noch erinnern an Vorträge zum Beispiel mit der DSU damals über Schloss Osterstein, wie könnte es sein, wenn Schloss Osterstein wieder aufgebaut wird, was für touristische Möglichkeiten gäbe es und so weiter und so fort, ne? Oder was auch für mich sehr ergreifender Vortrag war damals, was bis dahin auch ein totales Tabuthema war zu DDR-Zeiten, die Nutzung der Konzentrationslager nach 1945 durch das NKWD. Und ich hatte damals im Zusammenhang mit dem Verbleib des letzten Erbprinzen Reuß Nachforschungen angestellt und so weiter, weil es hieß, er wäre eventuell im Buchenwald gewesen und so weiter. Und habe dann dort so circa 15 Leute ausfindig machen können, die zu der Zeit dort waren im Buchenwald, als er dort eingeliefert sein sollte. Das hatte sich natürlich nicht bestätigt, muss ich jetzt sagen. Ne? Aber interessant waren erstmal die Leute und damit haben wir dann einen interessanten Vortrag gemacht im Kulturbund Legende und Wahrheit, die Nutzung der Konzentrationslager nach 1945 durch das NKWD. Das war brechend voll, muss ich sagen, und es war überhaupt der ergreifendste Veranstaltung, die ich überhaupt je gesehen habe im Kulturbund. Sehr spannend war ja auch. Ja, da waren Leute da, die haben ausgesagt, was sie dort erlebt haben und so weiter. Also wie lange waren die im Schnitt dort? Also manche waren 3, 4 bis 5 Jahre, also es kommt drauf an, ne? Also unterschiedlich, ja. Ja. Und die wir dort hatten, waren viele dabei, die haben auch die Kranken Listen geführt, die wussten genau, wer gestorben war und wer dort war, dass der Herzog von Sachsen dort war und der Ritter von Halt und der hat dann noch sogar Vorträge über Olympia gehalten und der Intendant Scheel vom Gera Theater war dort und also die wussten über jeden genau Bescheid, also wenn der Erbprinz dort gewesen wäre, da hätten wir das auch rausgekriegt, ne? Ja. Ja, Sie sind ja sowieso ein großartiger Sammler von Beständen, die es zur Heimatgeschichte gibt. Das weiß ich, Plakate zur Wendezeit oder zu 10 Jahre freie Wahlen hatten wir uns mal ausgeliehen. Sie haben aber jetzt auch jüngst zum 120. Dix-Jubiläum 4 Ausstellungen durchgeführt im Kulturbund. Vielleicht erzählen Sie uns darüber auch noch mal ein bisschen was. Wie kam es dazu? Ja, es ist ja so, dass wir uns als Kulturbund bemühen, uns einzubringen in Höhepunkte und Jubiläen des Landes Thüringen, wie auch unsere Stadt Gera. Und wenn jetzt 1000 Jahre Gera ist oder Wettiner-Ehrung oder 777 Jahre Gera beispielsweise, ne, da versuchen wir uns kulturell einzubringen mit Vorträgen, Ausstellungen und so weiter. Ja, und 2011, 12 war eben dieses 120-jährige Jubiläum des Geburtstages von Otto Dix. Und da haben wir uns gedacht, dass wir da mal auch einige Ausstellungen machen noch zu Otto Dix aus meinem Sammlungsbereich heraus. Und 3 Ausstellungen davon, die haben Erstmaligkeitscharakter gehabt, sogar kann man sagen, gewissermaßen. Die erste Ausstellung damals war eben Alles Dix.
Da habe ich eine Ausstellung gemacht, praktisch, wo es rund um Dix ging, aber keine künstlerischen Arbeiten in dem Sinne. Es waren eben Sonderdrucke, Broschüren, seltene Kataloge, philatelistische Sachen und so weiter. Also bis hin zu Werbemitteln, Briefen, Fotos, Karten von Otto Dix und so weiter. Rund um Otto Dix also. Ja, und war auch sehr gut besucht. Und dann hatten wir noch, die zweite Ausstellung war eben die Ausstellung Grafische Arbeiten. Da hatten wir 50 Grafiken von Otto Dix ausgestellt. Das war zur Weihnachtszeit rum, haben wir die eingepegelt, weil eben auch das Matthäus-Evangelium komplett zu sehen war dabei. Und das beinhaltet ja auch nicht nur die Lebensgeschichte von Jesus Christus, sondern auch die Geburt. Und das hat gut gepasst zu Weihnachten. Waren auch Schulklassen da, die wir da rumgeführt haben. Ne? Also nicht aus den Beständen der Kunstsammlung, aus den eigenen. Nein, aus den eigenen Beständen, ja. Und die dritte Ausstellung war dann eine Ausstellung, haben wir uns überlegt, weil ich nun auch Plakate sammle im Zusammenhang mit Dix-Ausstellungen und habe da etwa so knapp 200 Plakate gesammelt. Da haben wir so, ich glaube, so 55 Plakate rum waren es gewesen, insgesamt ausgestellt, die also einen kleinen Einblick geben über unseren großen Meister in die Vielfalt der Ausstellung des In- und Auslandes. Da waren sehr schöne Plakate dabei der letzten 50, 60 Jahre, kann man sagen. Vor allem die früheren paar Plakate. Das sind kleine Kunstwerke zum Teil auch lithografische Arbeiten, die dann mit Plakatdruck versehen wurden und so weiter. Ja, das war auch eine Einmaligkeit erstmal. Ja, und ganz zum Schluss dann die vierte Ausstellung haben wir uns gedacht, weil wir ja nur noch andere Künstler in Gera haben und die stehen ja doch ein bisschen auch schon eine ganze Zeit lang im Schatten des großen Meisters. Manche sind in den letzten Jahren gar nicht mehr in Ausstellungen präsent gewesen. Gab es da noch eine Ausstellung Otto Dix und Gera Zeitgenossen. Und da hatten wir neben einigen grafischen Arbeiten von Otto Dix auch eben Arbeiten anderer Gera Maler gezeigt. Wie gesagt, welche, die in der letzten Zeit ein bisschen in Vergessenheit geraten wurden, von Eckler, Schmalfuß, Oehme, Paschold, Wolfgang, Rudolf, Neidhardt und so weiter, ne? Die eben alle dazugehören, Janka und so weiter. Also ja. Super spannende Ausstellung, wenn ich das so höre, bekommt man wirklich Lust mitzumachen. Frau Rogler, Ausstellung ist dann wiederum mein Stichwort für Sie. Ich weiß, Sie sind ganz stark da involviert in die Vorbereitung von Ausstellungen. Sie halten die Kontakte zur Stadt. Wie hat sich denn die Zusammenarbeit, was gerade diese Ausstellung, die Herr Müller gerade beschrieben hat, gestaltet mit der Stadt? Inwieweit hat sich die Stadt dafür interessiert, was Sie da tun? Die Stadt interessiert sich wenig für unsere Ausstellungen. Die interessiert sich wenig für die Ausstellungseröffnungen. Und mit der Stadt meine ich jetzt unsere Leute, die eben in der Stadt auch oberste Positionen haben. Wer in den letzten Jahren jetzt immer wieder kommt, ist die Frau Stielau oder der Herr Dr. Rühling. Da bin ich sehr zufrieden. Ich muss aber jetzt mal noch was zu Herrn Müllers vielen Dokumenten sagen oder vielen Objekten, die er gesammelt hat. Und zwar zum 20. Jahrestag des Mauerfalls hat er eine Ausstellung gezeigt, ja, mit Dokumenten, mit Aufrufen, mit Flugblättern, mit Plakaten. Es waren circa 400 Originaldokumente. Und da haben wir uns gedacht, weil Sie vorhin sagten, wir sollen auch junge Leute ranführen oder nicht, wir wollen gerne junge Leute ranführen und wir haben es auch schon gemacht. Und da habe ich an alle Schulleiter der Regelschulen und der Gymnasien in Gera Briefe geschrieben mit dem Hinweis, dass diese Ausstellung läuft und mit dem Hinweis, dass ich prominente Leute anspreche, die in einer Runde Schülern Antworten geben auf ihre Fragen zu dieser Wendezeit. Und das sind dann, oder ich habe dann Herrn Blei angesprochen, der ja nun leider verstorben ist, Herrn Geibel, Herrn Wetzel, Herrn Röder. Und die sind in 5 Gesprächsrunden bei uns im Kulturbund gewesen. Es waren 140 Schüler da, die wirklich sehr intensiv sich vorher mit ihren Klassenleitern oder Geschichtslehrern vorbereitet haben und sehr, sehr interessante Fragen gestellt haben. Und natürlich, diese kompetenten Leute konnten antworten. Das waren ganz, ganz interessante Sachen. Und es waren auch 9 Lehrer noch mit dabei. Das ist ein Beispiel, wie wir auch junge Leute ranziehen. Ein zweites Beispiel war, dass wir Ende vorigen Jahres die Ostschule gebeten hatten, ihre Dokumente oder ihre Arbeiten, die sie im Kunstunterricht herstellen, bei uns auszustellen. Das war eine sehr schöne Ausstellung, wo auch die Schüler die ganze Ausstellungseröffnung gestaltet haben mit kleinen Sketchen und mit Musik und so weiter.
und eine nächste oder einen nächsten Beitrag junger Leute wird jetzt im Herbst sein, wenn die Ausstellung, die wir jetzt am Dienstag eröffnen, zu Ende ist. Die Ausstellung, die jetzt am Dienstag kommt, ist historisches Gera. Das sind Bleistift- und Skribentzeichnungen. Und wenn die zu Ende ist, haben wir erstmal Sommerpause und dann wird Herr Müller wieder ausstellen. Und da geht es wieder jetzt um 25 Jahre Mauerfall. Und da habe ich Herrn Voigt. Herr Voigt ist mir deshalb sehr zugänglich, weil er ist ja Direktor der Ostschule und ich habe in der Ostschule zum Schluss gearbeitet. Und da habe ich Herrn Voigt gefragt, ob er vielleicht mit Schülern, deren Thema im Geschichtsjahrunterricht ja diese 25 Jahre Mauerfall auch ist, also 9. oder 10. Klasse, ob er damit helfen kann zur Ausstellungseröffnung. Und da hat er mir sofort zugesagt. Und Herr Müller und ich werden dann nach der Pause, also nach der Schulpause, sagen wir mal so, im September uns mit Herrn Voigt treffen und dann werden wir das alles organisieren. Also das sind so Sachen, wo wir auch junge Leute ranziehen. Und das Letzte muss ich auch noch sagen, wir haben 6 Schulen unserer Stadt gehabt, alle Gymnasien und auch Regelschulen, also die Ostschule, die Debspitzer Schule, die Langenberger Schule und die Otto-Dix-Schule, die ihre Arbeiten bei uns in Ausstellungen gezeigt haben. Ja, also ich bemühe mich schon. Das ist das lebendige Leben, genau. Vielleicht kann man sich jetzt Gedanken machen, auch eben in welcher Form es bei den Numismatikern klappen könnte. Ich würde gerne nochmal nachfragen, der ein oder andere würde ja vielleicht gerne zu einer Ausstellungseröffnung kommen, wobei ich weiß, dass die bei Ihnen oft überfüllt sind, dass Sie sogar dann weitere Veranstaltungen anbieten müssen. Wie habe ich denn unter der Woche Gelegenheit, mir so eine Ausstellung anzuschauen? Wie haben die Räume im Kulturbund geöffnet? Ja, das ist natürlich, sagen wir mal, ein bisschen kompliziert. Wir machen ja alles ehrenamtlich. Das heißt, ich bin 3 Tage in der Woche, je 2 Stunden ehrenamtlich tätig und dann noch zu Hause die vielen, vielen Arbeiten, die ich schriftlich mache. Ich habe einen kleinen Laptop zu Hause und da wird dann noch gemailt und Ähnliches mehr. Also ich bin mehr als je 2 Stunden am Tage tätig. Und da sind die Ausstellungen, können da besucht werden. Und die Aussteller haben sich einmal in ihrer Ausstellungszeit auch samstags bereit erklärt, dann am Nachmittag auch die Ausstellung zu betreuen. Da sind sie also auch da, denn sonst bin ich ja nur da. Ja. Und in welcher Uhrzeit sind Sie da? Wann können Sie das anschauen? Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 da und eine Kollegin von mir ist auch Mittwoch von 10 bis 12. Das heißt also, wir haben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 10 bis 12 geöffnet und ich bin dann extra nochmal am Mittwochnachmittag von 16 bis 18 Uhr da. Also der in Arbeit und Lohn und Brot steht, der muss sich auf den Mittwoch konzentrieren oder auf den Samstagnachmittag? Oder mich anrufen. Also ich komme auch gerne, ich wohne in der Nähe des Kulturbundes, ich komme auch gerne mal ganz schnell, schließe mal auf und lasse die Leute sich die Objekte anschauen. Wie bekomme ich denn den Kontakt zu Ihnen? Ich besitze da jetzt in meinem Büro und habe jetzt die Zeitung vor mir und lese jetzt, im Kulturbund gibt es wieder eine neue Ausstellung. Wie finde ich den Kulturbund? Sie finden den einmal unter 26395, das wäre die Kulturbundnummer, oder Sie finden meine Privatnummer. Also auch hier in Gera, 226080870. So schnell geht das. Sie haben ja auch eine Homepage, darauf wollte ich hinaus. Ja, die haben wir auch, ja. Und Sie wollen jetzt die Homepage wissen. Oh je, jetzt müsste mein Mann helfen. Kulturbund-gera.de. Ja, so. Und da finde ich dann auch sozusagen die Ansprechpartner mit den Telefonnummern. Vielleicht noch mal was ganz kurz zu diesen Ausstellungen zu sagen, die wir jetzt zum Jahresende geplant haben. Die letzten 2, es sind ja 2, 25 Jahre Mauerfall, diese Ausstellung kann natürlich auch von anderen Schulen genutzt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch Thematik im Schulunterricht ist und da sicherlich auch die eine oder andere Klasse Interesse daran hat, sich diese Ausstellung mal anzugucken. Es wird auch eine optisch sehr reizvolle Ausstellung. Die andere Ausstellung ist dann noch, wir feiern ja dieses Jahr 777 Jahre Gera. Das haben wir auch nochmal zum Anlass genommen, für eine Ausstellung zu machen. Wir hatten vor 2 Jahren schon mal eine ähnliche Ausstellung und werden also hier auch nochmal eine Ausstellung machen, wo wir nochmal einen Rückblick halten auf die vergangenen großen Jubiläumsfeierlichkeiten unserer Stadt zur 700-Jahr-Feier 1937, wie auch zur 750-Jahr-Feier 1987. Und das wird auch eine sehr lebendige und bunte Ausstellung mit vielen Fotos, Erinnerungsstücken, Souvenirs und so weiter.
Und ich frage jetzt mal ganz ketzerisch nach, wenn ich jetzt schon bei der Ausstellung zur 1000-Jahr-Feier war, entdecke ich da noch was Neues? Es ist immer was Neues. Es sind immer neue Sachen da. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gesprächspartnern. Ich denke, für so eine erste Runde, für so einen Einstieg in ja die Entwicklung des Kulturbundes als auch in die Aufgaben und Zielstellungen mag es für heute genügen. Und ich wünsche mir, dass Sie wieder einschalten, wenn der Kulturbund auf Sendung geht, wenn er sich vorstellt mit seinen einzelnen Fachgruppen. Vielleicht auch, genau, gehen Sie direkt in den Kulturbund in der Kreizerstraße 39. Zwei Ausstellungsräume haben Sie dort. Und ja, vielleicht beende ich jetzt unsere Sendung mit einer kleinen Wunschrunde ringsrum, dass jeder nochmal meiner Studiogäste einen Wunsch für den Kulturbund an Sie, liebe Zuschauer, loswerden wird. Ich verabschiede mich schon an dieser Stelle. Ja, vielleicht mache ich den Anfang. Ja, ich wünsche mir erstmal für den Kulturbund selber, dass wir natürlich unsere Mitgliederzahlen erhöhen können, dass wir vielleicht auf eine solide finanzielle Basis gestellt werden, dass wir Unterstützung bekommen, finanzielle durch die Stadt. Das sind Wunschvorstellungen. Vielleicht sieht der eine oder andere Unternehmer zu, der noch ein bisschen Geld übrig hat und sich vorstellen könnte, die Kultur in unserer Stadt zu unterstützen, indem er vielleicht dem Kulturbund eine kleine Spende zukommen lässt. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Unser Stützpunkt ist das Färbersche Haus in Gera. Es ist ja die größte bürgerliche Wohnanlage des 18. Jahrhunderts. Viele Gerer werden das Haus kennen. Dort ist der Kulturbund untergebracht, im rechten Seitenflügel, in der Nummer 39. Was uns momentan noch einiges an Kopfzerbrechen bereitet ist, in unserem Haus, das möchte ich nochmal mit erwähnen, ist das Museum für angewandte Kunst mit untergebracht. Hier wurde mit viel Herzblut von den Leitern dieser Einrichtung und von den Mitarbeitern ganz spezifische Sammlungen angelegt. Ob das Plakatkunst ist, ob das Keramikkunst ist, ob das Art Deco ist und so weiter. Und ich hoffe sehr, dass man in der Stadt den Mut findet, das Museum in die Hände des Trägervereins zu geben. Ja, gut. Also ich wünsche mir natürlich auch das, was Herr Müller gesagt hat, aber ganz besonders, dass das Interesse an unseren Ausstellungen und an unseren Vorträgen, wir haben ja auch eine Reihe Vorträge mit sehr interessanten Themen, dass das noch zunimmt. Ich hätte mich das vorhin schon ausgedrückt. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Nachwuchs bekommen, junge Leute. Ne? Wobei Münzen sammeln ist auch eine Geldfrage. Und in Fragen der Zeiten der Inflation, die galoppiert, ja, muss man sagen, Münzen werden noch immer teurer. Leider muss ich sagen. Ne? Also ich meine, manche tun sich vielleicht damit beschäftigen, nur als Geldanlage. Aber es gibt so viele schöne geschichtliche Hintergründe. Und das vielleicht auch noch zum Abschluss. In der DDR ist es so gewesen, dass also durchaus auch Ausstellungsobjekte gezeigt wurden, die nichts mit der Arbeiterbewegung zu tun hatten. Das stand zwar im Vordergrund, entsprechend dem politischen Charakter, aber es gab dort auch sehr schöne Objekte, die ausgestellt wurden, zum Beispiel auf der Heidelberg-Kröderstadt, die also auch angesprochen haben. Ne? Also man kann nicht sagen, dass nur heute... Ja, das ist schon ja, wieder gut. Diskussion ja. Heiland. Ja, Herr der Weise hat mir eigentlich schon viele Worte aus dem Mund genommen. Ich wünsche mir, dass sich viele junge Leute aufmachen und den Weg in die Kreizerstraße finden, um die einzelnen Fachgruppen zu verstärken. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die sich für die Ahnenforschung interessieren. Ich kann Ihnen versprechen, das macht süchtig. Ich weiß es aus eigener Erfahrung.